Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Let's Play Age of Empires in der Definitive Edition. Wir sind wieder da und gehen in die nächste und letzte Mission der Feinde von Rom. Kaiser Valerian befindet sich nach seiner Niederlage bei Edessa in einem persischen Gefängnis. Sein Sohn und Nachfolger Gallienus bekämpft Revolten in Ägypten und Gallien. Das Imperium befindet sich in Aufruhr. Die persischen Horden setzen ihren Marsch in Richtung Westen fort und nähern sich dem ihnen untergebenen Königreich von Palmyra. Der Kaiser betraut sie, Odaenathus, König von Palmyra, damit Rom zu dienen, indem sie die Perser besiegen. Vertreiben sie die Perser aus Syrien, bringen sie den Krieg in deren Städte und sie werden zum Imperator Orientis, Befehlshaber des Ostens, ernannt. Oha. Na gut, wir versuchen unser Bestes. Vernichten sie die Perser, ist unser Auftrag und das kriegen wir ja wohl hin. Alle schön langsam machen und dann erstmal gucken. Das sind wir sind Rom. Rom ist die stärkste Macht überhaupt, weil wir das sind. Und wir holen uns jetzt ganz viele Dorfbewohner, die für uns schon mal das ein oder andere tun dürfen. Auch hier haben wir noch Dorfbewohner, das ist gut. Speer können kaputt gemacht werden, ihr könnt schon mal Gold hacken. Und hier steht auch noch eine Grube rum. Okay. Die Dorfbewohner werden dafür sorgen, dass wir noch ein bisschen weiterkommen. Kamelreiter haben wir, obwohl wir die noch gar nicht brauchen. Wir sind auch die Palmyrer und nicht die Römer. Aber trotzdem dürfen wir einen Tempel haben und den bauen wir auch erst einmal. Denn ohne Tempel wird das Ganze schwierig. Das haben wir jetzt schon mehrfach gelernt, mehrfach erlebt. Und ich habe keinen Bock mehr darauf, mich unterkriegen zu lassen durch irgendwelche dummen Leute hier. Tschüssikowski, er ist weg. Wir holen so schnell es geht Nahrung mit ran, damit wir nicht nur noch weitere Dorfbewohner, sondern eben auch weitere Krieger ins Leben rufen. Außerdem brauchen wir noch sehr, sehr viele Leute, die sich um alles andere kümmern. Wir haben bisher einen Marktplatz, das ist gut. Da können wir jetzt schon mal das Handwerk erforschen und damit dann für besseres Holzfällen sorgen. Weitere Farmen werden gegründet. Ihr passt auf alles auf. Wir werden später noch die besseren Türme mit reinholen, indem wir einfach den Abwehrturm erforschen. Dann dürfte auch der Turm wieder stärker sein. Ihr holt gerade das Gold ran, sodass wir dann die ein oder andere Forschung noch abschließen können. Und natürlich brauchen wir auch noch weitere Dorfbewohner für Gold. Er ist einfach zum Bauern geworden. Auch nicht schlecht. Aber es kommen ja noch weitere Dorfbewohner, alles ist gut. Wir kriegen dann noch mehr Nahrung mit ran. Du wirst dich ebenfalls noch um eine Farm kümmern und dann haben wir erstmal genügend Farmen. Es war mir schon klar, dass die hier oben jetzt angreifen. Wir erforschen mal ganz schnell die Türme, dass wir wenigstens schon mal Abwehrtürme haben. Denn die Perser sind nicht besonders einfach. Ich denke, dass sie auch mit Kriegselefanten auf uns zureiten werden. Insofern bin ich schon froh, wenn wir den einen oder anderen haben, der sich um das eine oder andere kümmert. Holzfällen ist wichtig, Nahrungsmittel auch. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Farmen plus 2 Leute, die hier hinten irgendwo da Beeren suchen. Der andere geht im Sand unter, verschwendet immer weiter. Bald sieht man nichts mehr von ihm. Muahaha. Damals sind die Leute einfach bloß verschwunden und immer gut. So, wir haben jetzt schon mal Abwehrtürme. Die halten ein bisschen mehr aus. Gegebenenfalls sollten wir den einen Abwehrturm mal reparieren, dass wir dann auch wirklich die Möglichkeit haben, uns zu verteidigen. Und sobald wir dann die besseren Türme, das heißt auch die nächste Zeit, erforscht haben, dann sind wir soweit durch. So, besseres Holzfällen wird erforscht und anschließend kümmern wir uns nur noch um unsere Priester und um unsere Leute und Forschungen. Und die nächste Zeit vor allem. Das Ding wird wieder repariert, hält wieder ein bisschen mehr aus, hat jetzt auch mehr Kampfkraft. Das kann nur gut sein. Theoretisch könnten wir auch das hier erforschen, aber ich will jetzt erstmal Nahrungsmittel aufbewahren. Für den Zeitpunkt, an dem wir sie brauchen. Gut, reicht wieder. Der ist schon einigermaßen fit, das ist okay. Wir könnten mal ein bisschen durch die Gegend reiten, um zu gucken, was hier noch so auf uns zukommt. Ein Speer ist nicht besonders stark, den brauchen wir eigentlich nicht. Hier hat sich schon jemand verewigt und eine Lagergrube mit hingebaut. Sehr interessant. Wir laufen einmal um unser Gebiet rum, schauen uns alles ganz in Ruhe an, laufen dann hinten wieder zurück, da ist auch noch was. Ja, das hat der Turm dann jetzt auch endlich mal gesehen.
Schön, vielleicht kriege ich das zerstört. Nichtsdestotrotz, wir müssen weitermachen, wir müssen weiter forschen, wir müssen unbedingt in die nächste Zeit voranschreiten. Das bedeutet, jetzt, wo Holzfällen fertig ist, werden wir ganz, ganz schnell Nahrungsmittel mit ranbekommen. Wir werden die Farmen automatisieren, du wirst noch eine weitere bauen. Habe ich bessere Farmen eigentlich schon erforscht? Ich glaube, ja. Das Rad werden wir noch erforschen, dann sind auch unsere Dorfbewohner schneller. Das Ding braucht ihr gar nicht angreifen. Das ist sowas von egal. Hauptsache, wir kriegen Gold. Wir lassen das Gold liegen bis zuletzt, um hier dann gegebenenfalls, falls wir nirgendwo anders mehr auf der Karte was finden, das hier abzubauen. Ich nehme noch zwei weitere Dorfbewohner mit rein, muss aber mehr Häuser bauen. Das heißt, du baust mir jetzt mal ein Haus. Am besten gleich zwei. Das Rad ist gleich erforscht, dann sind auch unsere Leute schneller. Wir haben jetzt 6 Leute, die Farmen besuchen und 2 Leute, die Beeren ernten. Jetzt werden wir hier unten angegriffen, das ist nicht schlimm. Das ist nur ein Bogenschütze. Ja, mit dem kommen wir gut klar, das ist okay. 2 weitere Dorfbewohner kommen, werden sich um Nahrung kümmern, denn Gold kommt rein. Obwohl, einer kann sich um Nahrung kümmern, der andere muss Holz fällen. Sonst kommen wir mit dem Holzfällen nicht hinterher. So, du baust schon mal eine Farm an. Noch ist alles ruhig. Wer weiß, wie lange noch. Der erste Goldklumpen ist schon abgebaut. Das haben 2 Leute richtig gut hinbekommen. Wir müssen außerdem ein Regierungsgebäude haben. Du wirst dann gleich schon mal Holz holen, damit wir das bauen können. Denn ohne Regierungsgebäude keine Ballistik und ohne Ballistik schlechtere Angriffsmöglichkeiten für Türme. Nahrung kommt immer schneller rein. Theoretisch könnten wir noch die ein oder andere Forschung abschließen. Das mache ich aber erst, wenn wir in die nächste Zeit voranschreiten. Und das wird das Wichtigste überhaupt sein. Sollen sie auf den Turm gehen, das ist egal. Okay, da kommen sie wieder. Ja gut, es war zu erwarten. Dann bauen wir hier jetzt auch noch einen Turm mit hin. Läufst ein bisschen hin und her. Währenddessen töten wir die Bogenschützin. Das ist ein blödes Spiel, wa? Kann ich nachvollziehen. Aber das ist der letzte Bogenschütze, dann haben wir es geschafft. So, und dann haben wir hier 2 Türme stehen, das dürfte wesentlich besser laufen. Ihr könnt jetzt weiter Beeren sammeln. Wahrscheinlich werden wir die beiden Dorfbewohner bald verlieren, aber da muss ich durch. Gut, wir können in die nächste Zeit voranschreiten, wir haben genug Nahrung. Wir müssen allerdings noch ein Bronzezeitgebäude bauen, das heißt, du baust mir jetzt erstmal schnell ein Regierungsgebäude. Jetzt werden wir hier drüben angegriffen. Oh, von bösen Leuten. Von sehr bösen Leuten. Gott sei Dank hält der Turm noch ein bisschen was aus. Hervorragend. Schön, dass wir das erforscht haben. Das Regierungsgebäude muss fertig gebaut werden, Leute. Ich werde euch später wieder zuteilen. Jetzt bitte einmal das Ding fertig machen. Ich muss in die nächste Zeit voranschreiten.
Dankeschön. Du kannst weiter Holz hacken gehen. Ja, der Turm hält noch durch. Und wir sammeln immer noch weiter Gold. Ab jetzt ist es wichtig, auch die anderen Forschungen abzuschließen. Wenn wir denn können. Mehr Angriff für Nahkämpfer ist immer gut. Wir nehmen auch schon mal die besseren Schützen mit rein. Ich weiß nicht, worauf die Palmyras abgesehen haben. Ich glaube, die haben sowieso bessere Türme. Bin mir aber gar nicht so sicher. Die haben zumindest keine Möglichkeit, Kaserneneinheiten zu verbessern. Vielleicht haben die dafür bessere Leute bei den Ställen. Das werden wir vielleicht irgendwann herausfinden. Aber nicht jetzt. Jetzt habe ich andere Dinge zu tun. Bin erstmal froh, dass wir überhaupt einen Tempel haben. Können die Astrologie erforschen. Mit Bekehrungen und Heilungen sind 30% effektiver. Das heißt, wir können besser bekehren. Aber wir können die Priester nicht schneller machen und wir können sie auch nicht mehr Lebenspunkte haben lassen. Das ist doof. Das gefällt mir nicht, aber da muss ich jetzt erstmal durch. Dadurch, dass wir mit den Nahkämpfern nicht ganz so gute Dinge haben, würde ich sagen, erforschen wir den Schuppenpanzer für Kavallerie. Ich weiß nicht, ob die Kavallerie besser ist als alles andere. Das müssen wir erst noch herausfinden. Ich würde gerne erstmal in die nächste Zeit kommen, verdammt. Wir werden hier drüben angegriffen. Okay, er ist tot. Wir warten kurz und holen hier schon mal weitere Dorfbewohner, 2 Stück. Machen wir mal 3, damit wir das Gold hier abbauen können. Denn es war klar, dass die sich jetzt darum kümmern. Warum ist der tot? Habe ich ihn getötet? Nö, ne? Ich habe im Moment nicht genug Steine, um noch einen Turm zu machen, aber das ist auch nicht so schlimm. Brauchen wir auch nicht unbedingt. Das Ding ist schon sehr gut am Abbrennen. Wunderbar. Hier kriegen wir noch weitere Nahrung. Da steht der Nächste, der jetzt erstmal auf unsere Mauer geht. Ach Gott, wie süß. So, wir sind in der nächsten Zeit. Jetzt erforschen wir die besseren Türme gleich, sobald wir ein paar Steine haben. Hervorragend. Okay. Du wirst Steine sammeln, damit wir die besseren Türme bekommen. Und vor allem auch, damit wir den Turm hier oben reparieren und noch einen neuen hinstellen können. Im Marktplatz selber gibt es nicht mehr viel zu erforschen. Du holst das Gold. Wir brauchen Gold, um die ganzen Forschungen abschließen zu dürfen. Und wir dürfen schwere Kavalleristen haben. Na aber, hallo, nehme ich. Die sollen ruhig weiter die Mauer angreifen, das ist nicht schlimm. Du kannst noch zusätzlich Gold sammeln. Gut, wenn wir schwere Kavalleristen haben dürfen, dann nehme ich auch den Schuppenpanzer für Kavallerie mit rein, damit die noch ein bisschen mehr aushalten. Und sobald wir können und die 100 Steine haben, haben wir schon, werden wir jetzt die besseren Türme erforschen. Dann sind die schon mal stärker. Du kannst den hier oben mal reparieren. Die sollen ruhig weiter angreifen, das ist nicht schlimm. Das ist eh nur ein Ablenkungsmanöver. Ah, und wir dürfen sogar Fanatismus erforschen. Schön. Leben nach dem Tode, die Reichweite wird höher. Das ist auch gut, dafür, dass sie schon nicht so schnell laufen können. Ist das ein guter Ausgleich? Ja, die besseren Türme kommen. Der Turm sieht auch wieder besser aus. Das gefällt mir gut. Weiteres Gold ist unterwegs. Wir nehmen noch 2 Dorfbewohner, die ebenfalls Gold sammeln. Ich weiß doch, dass ich hier unten angegriffen werde, aber nicht mehr lange. Wart's mal ab, wenn die Türme erstmal besser sind,
Dann holla die Waldfee. So, wir können jetzt schon mal richtig schöne, schwere Kavallerie haben. Das ist gut. Und wenn wir die ein oder andere Forschung mehr abschließen, ich freue mich schon auf Ballistik. Ja, nehmen wir auch gleich mit rein. Du kannst dich ebenfalls um Gold kümmern. Gold ist aktuell sehr, sehr wichtig. Alles andere kommt nach und nach. Ich brauche im Moment kein Holz. Du bist schon ein guter Turm. Du kommst nicht ran, ne? Schlecht. Aber immerhin, Gold abbauen, so schnell es geht. Nahrung kommt von alleine. Ballistik ist gleich durch. Darf ich auch Alchemie haben? Ja, perfekt. Ach, das Leben kann so schön sein. Gut, wird gleich als nächstes erforscht. Guck mal, die Türme kriegen das hin. Ach, guck mal, die schießen auch schon mit Feuerpfeilen. Das gibt's doch wohl nicht. Ich kenne auch keinen Erbarmen, doch. Na gut, sollen sie machen. Wir haben eben jetzt Feuerpfeile. Demnächst. Dauert noch ein bisschen, aber ist okay. Währenddessen können wir die nächsten Forschungen durchboxen. Unter anderem die Belagerungskunst. 3 Steine, Angriffsstärke für Reichweite für Schleuderer. Ah, Schleuderer sind mir egal. Ich hätte gerne bessere Türme. 1800 Nahrung, 750 Steine, das wird eine Weile dauern. Was haben wir denn sonst noch? Wir könnten Kompositbogenschützen haben. Weiß ich nicht, ob ich das will. Ich nehme noch mehr Verteidigung für unsere Reiter mit rein. Und Bronzeschild. Damit wir auch ein bisschen für die Infanteristen sorgen. Ah, schlechte Idee. Die haben Feuerpfeile, du nicht. Bin erstmal froh, überhaupt die Ballistik zu haben. Na endlich, jetzt haben wir Feuerpfeile. Wenn das nichts bringt, dann weiß ich auch nicht. Damit ist unsere Verteidigung besser. Gut, auch für die Bogenschützen könnten wir noch Verteidigung rausholen. Die Frage ist, ob ich das will, ob ich das muss. Ich glaube im Moment noch nicht. Ich hätte gerne die besseren Reiter. Wie kriege ich die denn? Was muss ich dafür erforschen? Vielleicht etwas hier? Sensenstreitwagen. Hochadel entwickeln. 15% Lebenspunkte für Pferdeeinheiten. Das klingt gut. Nehme ich mit rein. Architektur ist mir jetzt gerade nicht ganz so wichtig, wobei das später für die Türme unglaublich wichtig ist, dass wir die schnell erbauen können. Das könnten wir auch mit reinnehmen, das Eisenschild. Wäre aber wieder nur für die Infanterie. Wir nehmen erstmal die Breitschwertkämpfer. Gegebenenfalls können wir mit denen dann noch weitermachen. Dann nehmen wir Leben nach dem Tode. Können wir besser erforschen. Oh. Ihr kümmert euch mal bitte um die da. So ist gut. Kamelreiter haben gegenüber den ganz normalen Pferdeeinheiten einen kleinen Vorteil. Den sollten wir ausnutzen. So ist gut. Hier drüben sind immer noch Leute unterwegs, aber die lassen mich relativ in Ruhe. Es war ganz gut, einen zweiten Turm mit hinzubauen. So haben wir wenigstens Ruhe. Also zumindest hier. Gut, wieder sind Forschungen durch. Hervorragend. Leben nach dem Tode wollte ich schon längst erforschen. Astrologie werden wir erforschen.
Bin gespannt, was jetzt dabei rauskommt, wenn wir unsere Breitschwertkämpfe haben. Ihr baut die Bären gut ab. Hier gibt es noch jede Menge Gold. Oh nein. Der Turm sieht nicht mehr fit aus. Zum Glück kann der sich einigermaßen wehren. Aber das war er wohl. Ja, verdammt. Gut, ich muss einen neuen Turm bauen. Den baust du bitte. Ihr müsst sowieso nachher wechseln. Gut, ihr wartet hier. Nee, tötet mal bitte den da. Ob die das jetzt hingebaut haben oder Pfiffi macht eine Wurst. Keiner baut was ab. Ihr seid so schlau. Gut. Wir warten auf unseren ersten Priester. Den werden wir jetzt erstmal holen. Forschungen sind ja gleich durch. Wir dürfen nichts Besseres als Breitschwertkämpfer haben. Ich habe es mir schon fast gedacht. So ist gut. Wieder weg. Wir werden hier angegriffen. Und das nicht zu knapp. Okay, du haust ab. Du kommst zu mir nach Hause.